Folge 265. Wir haben hier letztes Mal gesagt, machen wir weiter, weil er hier noch einen Klick nicht den Weg findet. Dann müssen wir ihm den Weg anbieten. Einmal da vorne. Das ist hier die Bushaltestelle, die dann da hinzu muss. Und der muss raus. Der freie Wegpunkt ist weg und er sollte jetzt gleich fahren. Gut. Fährt er denn noch? Ah, okay, das dauert noch. Oder beim nächsten Abspeichern funktioniert. Ah, jetzt fährt er. Alles klar, dann ist das erledigt. Sollte wieder funktionieren. Da war ja auch nur ein Bus am Fahren, ne? Der auch Minus macht, naja. Wird erstmal schon passend sein. So, was wir letztes Mal hatten, wir ja hier das hier, ne? Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Der fährt da lang, das ist doch Humbug, oder? Da ein Gleis zwischen. Hier, macht das Sinn? Gibt es überhaupt ein Auswahlsignal? Das sieht nicht so aus, oder? Jetzt haben wir gerade eine andere Richtung. Nee, das ist kein Auswahlsignal, das ist kein Haar drunter. Ja, das würde ja auch nicht Sinn machen, dass dann... Ich glaube, da fahren nur 2 Züge rein. Kann das sein? Das lassen wir erstmal so und gucken uns das dann an. Gut, hier ist eine U-Bahn-Station, oder wie sehe ich das? U-Bahn, Alex, Eingang. Da fährt er rein und da fährt er raus. Ja, U-Bahn gibt's, die können wir ja auch bauen, ne? So, das sieht doch alles gut aus. Da unten fährt auch noch einer. So, wir gucken mal gerade in die Finanzen rein. Marge 27,46, hier 59. Ist gerade schlecht, ne? Wir hatten schon mal da 200 stehen, aber Gesamtvermögen ist das ja. Okay, wie lange ist das Jahr noch? Okay, wir haben den 1. November. Das dauert noch eine Weile, also 2 Monate noch. Dann müssen wir dann kurz vorher nochmal gucken. 54 Monate das Konto überzogen. Sowas. Da ist jetzt gerade ein Zug rangekommen und da oben auch. Was, wo fährt der lang? Der fährt nach unten. Das ist schon mal gut. Und wo fährt er lang? Er nimmt den Weg und fährt nach oben. Das passt doch erstmal, oder? Sollte gut funktionieren. Wieso auch falsche Taste? Aber wieso wartet jetzt hier der Personenzug auf Einfahrt? Der hätte doch dieses Gleis nehmen können. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja wieder voll hohl, oder? Weil diese Weiche besetzt ist, oder? Deswegen konnte er da jetzt nicht reinfahren. Ey, das bringt ja dann auch nichts hier mit dem Auswahlsignal, oder? Wenn ich das so mache, ne? Gerade. Das. Das. Und so mache, ne? Und ich mache das so. Und nehme das hier weg, ne? Dann kann der da auch reinfahren. Ja, das machen wir auch so. Dann müsste das doch so klappen, wenn wir da... Aber da kann kein Signal hinwetten. Und da auch nicht. Ah, shit. Aber wenn ich jetzt hier... Mach das nochmal weg da. Ah ne, das ändert nichts. Das hätten wir dann auch so lassen können. 160er Gleis. Ich krieg's ja nicht hier so. Ja, es ist grob wie gesprungen. Hat keinen Sinn gemacht, das so zu bauen. Haben wir. Passt schon so. Ja, hier in der Stadt ist es halt ein bisschen enger, ne? Dann ist das so, kann ich auch nicht ändern. Nee, funktioniert nicht anders. Lassen wir so. Geht nicht anders. Okay. Hier unten haben wir wahrscheinlich viel zu viele Gleise. Hier sind wir auf voller Länge schon passend. Hier waren wir auch schon passend. So, jetzt müssen wir da hoch. Hier ist zu kurz, ne? Da ist auch so ein kurzes Gleis. Und hier ist ein kurzes Gleis. Und hier können wir gar nichts machen. Das ist hochkompliziert, das hier zu ändern, ne? Tja. Kannst nur hier die Länge lang ziehen, weil das ist ja... Nee. Schwierig. Sehr schwierig. Was haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. So, eine Insel im Meer kannst du hier buddeln für Züge, weil Dubai und so. Die Palme im Meer. Ja. Hier bleibt es erstmal so, würde ich sagen. Das müssen wir uns nochmal genau überlegen, ob was wir hier ändern. Ich kann den von der Länge her nur nach da wäre 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Da muss die Kirche sogar noch weg. Bringt also auch nichts. Hier will ich auch nichts wegreißen. Hier könnte man die Straße wegreißen, in Anführungsstrichen dann. Das so rausziehen. Ja. Ist eine Überlegung wert, ne? Müsste man die Straße anders bauen. Da ist eine Bushaltestelle, die würden wir erhalten wollen. Fahren mit dieser Straße hier lang. Bis dahin. Und bauen von da an eine Brücke dann. Wie schnell war die? 50 km/h, 15 Kilometer länger oder was war das? Das würde alles überbrücken da, wäre aber zu viel. Ne, machen wir nicht. Machen wir erstmal Gleise hier länger. So, mal los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 müssen es sein. Würde sich hier auch so ergeben. Geht darüber. Passt erstmal. So wäre schon okay, ne? Leitung von oben drauf machen. So wäre schon okay. Würden hier vorne ein Gleisauswahlsignal machen. Passt. Ja, passt. Anderer Zug kommt von hier. Würde auch gehen. Aber das haben wir jetzt falsch berechnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nur. 13, 14, 15. Komm, die drei reißen wir dann weg. Gut. Nochmal Gleis hier lang. Das passt auch. und Gleis da lang. Ach so, okay. Dann wenn wir das durchziehen wollen und das auch. Wenn, dann machen wir es richtig, ne? So. Strom dran. Passt erstmal. So, dann von da nach da weg. Das auch weg. Da hat es einen zu viel erwischt. Das muss wieder dran. So, jetzt müssen wir gucken. Hier steht das Auswahlsignal irgendwie noch verkehrt, ne? Ich glaube, das war da. Das kommt dann dahin. Und hier kommt eins hin. Und da kommt eins hin. So passt es erstmal. So, Bahngleis sollte funktionieren noch. Dann das da wegbauen. So, jetzt können wir die Straße erweitern. Sehr schön. Ne, das nicht, sondern das. Und der kommt bis dahin erstmal weg. So, die können da lang fahren sollte erstmal gehen. Straße weitergebaut. Passt. So, dann Bahnsteig verlängern. Hier sieht es irgendwie doof aus, ne? Das muss noch anders. Das Signal weg, das ist schon mal gut. Okay, diese Straße können wir dann wegreißen. Und dann kommt da das Bahngleis langgezogen hin. Schon mal reserviert. So, jetzt wird's teuer. Tausender jeweils. Fertig. Gleis. Okay, shit. Den kannst du gleich schon wieder abreißen. Und der muss da weg. Und das Signal muss da ganz schnell weg. Passt. Bahnsteig war da. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Strom. Passt. So, Zug ist reingefahren, geht, ne? So, zweites Gleis. Erledigt. Langer Bahnhof da. Schnell die Lupe, schnell den Zug. Ah, da steht einer. Gut. Passt. Linie auswählen. Linie ändern. Dübeln. Waldweghafen ist das hier. Das bedeutet, wir machen einfach hier einen hin. Setzen den auf 50%. Was war da noch dran? Ein Sechzehntel. Passt. Löschen tun wir den dann. So, die Züge fahren nicht mehr da lang. Der ist erledigt. Das heißt, der auch. Autos fahren wunderbar hier rum. Züge fahren wunderbar da rein. So, was können wir hier ändern? Hier müsste noch ein Signal in irgendeiner Form hin. Obwohl, die sind da passend. Kann man so lassen. Er fährt da jetzt gerade raus. Gucken, wo er... Ne, der wartet noch auf den da. Ne, dann fährt der da noch rein, ne? Ja. Das ist schon mal gut. Weg. Da kommt jetzt noch so ein Güterzug. Der tingelt da wahrscheinlich auch noch rein, weil den haben wir noch nicht geändert, ne? Nein. Die Linie muss auch geändert werden. Der muss da oben reinfahren. Da sind Zweier. Wird dann auch in der Länge natürlich anders. Dann wird der Einzug raus demnächst. Freier Wegpunkt ist schon mal shit. Über den Waldweghafen hat nichts Besonderes. Einfügen, da. Und löschen den. So, und wo ist hier der freie Wegpunkt? Ach so, das ist wegen, ja, der passt, der Wegpunkt. So. Der muss jetzt da lang fahren, ist jetzt aber nicht schlimm. Der nächste fährt leider auch noch da lang und der auch noch da lang. Hochgeschwindigkeitsstrecke passt aber. So. Züge fahren da durch. Aber da fährt da immer noch einer rein. Naja, okay, der ist jetzt noch reingefahren. Das war noch okay, denke ich. Da kommt einer von der schnellen Flotte. Der muss jetzt hier lang fahren. Macht er auch. So, das heißt, den Bahnhof können wir zurückbauen, oder? So, das ist schon mal gut. Der ist auch da lang gefahren. Da kommt jetzt einer von denen. Wie fährt denn der jetzt? Warum hat denn der da jetzt so gedreht? Weiß keiner, ne? Ja, das ist jetzt komisch gewesen, oder? Überfüllt, das ist jetzt nicht so schlimm. Er fährt da auch, dreht da auch so komisch lang. Wegen den Wegpunkten oder was? Da ist was wegen den Wegpunkten durcheinander gekommen. freien Wegpunkte sind jetzt so nacheinander, das ist schlecht. So, dann fährt er Döbeln-Südostwald. Ja. Dann fährt er Döbeln-Waldweg an und das ist da etwas falsch gelaufen, glaube. Wir müssen da noch den da einfügen. Und dann am Ende, so sieht's aus. Und der muss, glaube ich, weg dann. So sollte es richtig sein, jetzt will ich hoffen. So, ich glaube, hier oben fährt jetzt keiner mehr rein. Das können wir abreißen. Weg ist es. So. Das kann da weg. Das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Ja, und hier bauen wir noch eine Brücke hin, oder? Eine LKW-Brücke muss da hin. Aha, aber die muss 100 sein, oder? Das funktioniert so nicht, funktioniert auch nicht so. Da kommt jetzt gerade noch einer. Straße da. Von da bis nach da weg. Und schnell die Brücke dahin. Und so passt's doch wieder, oder? Jetzt ist die Frage, wo der da gerade umgedreht ist, hinfährt. Der fährt wahrscheinlich ewig lange jetzt dahin. Na, lassen fahren, ist egal. Ah, jetzt hat er so geschnallt, dass er da lang fahren kann. Falsche Taste war das gerade. Das sieht alles gut aus. Nee, der sieht doch hier schon wieder scheiße aus. Entschuldigung für den Ausdruck. Jetzt fährt er den freien Wegpunkt an, ne? Oh Mann, ey. Der kommt von hier. Und fährt dann nach da. Hier ist es und das ist da. Das ist genau falsch rum. Den lösche ich jetzt mal. Und dann bastel da mal den hin. Und den löschen wir jetzt mal. So, freier Wegpunkt ist hier. Der ist da, passt. Der ist da. Dann müssen wir da ein Einfügen haben. Und der soll da lang fahren. Ach Mann, und das ist jetzt natürlich super gelaufen, weil ich da die falsche Linie ausgewählt habe. GZ Döbeln, Land. Kriegt er wieder. Da wieder bitte. Und jetzt müssen wir natürlich das ändern und nicht da, wo wir gerade rumgebastelt haben. So, Linie ändern ist hier. Der ist falsch. Den löschen wir jetzt. Einfügen, den. So, der Südostwald passt. Freier Wegpunkt ist falsch. Den können wir löschen. Einfügen, den. So soll es sein. Jetzt müsste es passen. Ich hoffe, dass die da jetzt nicht so komisch durcheinander drehen. Ja, das ist hier auch wieder doof, ne? Ach Mann, ey. Wie kann ich das umändern? Hier muss es doch gehen, oder? So. Und so. Ja, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, sollte aber so richtig sein, oder? So, er kommt jetzt hier mal richtig an, glaube. Fährt da rein. Der fährt da raus, jetzt kommt der Weiße und der muss den nehmen und der sollte gleichzeitig auch funktionieren. Ja, geht. Der fährt so rum raus und ist der richtige Weg. Jetzt sieht man es nicht, weil hier gerade keiner kommt, ne? So, jetzt müssen wir nur gerade gucken. Diese Gleise hier, die können wir noch rausbauen. Die braucht da keiner. Und so, jetzt geht das. So, der kommt und fährt da rein, das ist gut. Aber es kommt keiner zum Abgleichen, oder? Wir müssen den Punkt von dieser Linie ändern. Da muss nicht das erste Gleis stehen, glaube ich. Sondern da steht besser das zweite Gleis. Das. Das machen wir auf 50% und hier war ein Sechzehntel, ne? Und fertig. Und dann machen wir den Punkt. Den löschen wir da raus. Weil dann fährt er immer grundsätzlich das Gleis an und wenn ein zweiter kommen sollte, fährt er das an. Dann ist es mit dem Rausfahren besser. Wenn ich es richtig verstanden habe. Gut. Der ist jetzt da, glaube ich, hoffentlich reingefahren, weil zweites Gleis voll war, ne? Und bei dem sollte man das auch so beobachten, dass das so ist. Und das ist auch so gesetzt. Auch falsch. Der fährt auch besser da rein. Und das löschen wir besser raus fürs nächste Mal. Sollte das klappen. So, der... Naja, der bleibt immer noch ein bisschen stehen, ne? Weil der belädt. Aber da kommt jetzt einer. Der wartet jetzt. Weil der da ist. Das kann man es leider nicht sehen. Ja, schade. Knapp vorbei mit der Zeit. Gut, ich sehe schon wieder, wir sind schon wieder eine halbe Stunde unterwegs. Das ist schon verdammt lange. Wir gucken mal zu, dass wir in der nächsten Folge hier nochmal reinschauen. Die Güterzuglänge können wir auf jeden Fall anpassen. Von den anderen zwei sind da ja drauf, da können wir einen rausmachen. Und da müssen wir schauen, wie wir weiter vorankommen. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben und genauso gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Hier passt was mit dem Anhänger nicht, ne? Alles klar, bis zur nächsten Folge. Ciao!